Das war doch so geil. Weißt du, von wem ich den hab? Ja. Vom Spanferkel hier gegenüber, wo das noch Spanferkel hieß. Mhm. Vom Dulli, Schwerstalkoholiker, mittlerweile trocken, seit 5 Jahren. End der lässige Kerl noch immer, macht noch immer die gleichen Witze. Aber damals haben wir uns so tot gelacht. Er und ich, wir haben uns so richtig hochgeschaukelt. Und dann immer so, es lief immer Radio Arabella. Da an der Schenke für die Alkoholiker. Ja, ich kenn die Schenke. Und dann saßen wir immer so da so. Wow! Wie heißt der Typ mit der Mundharmonika? Vielleicht hattest du bei. Que será, será. Wie ist der Typ mit der Mundharmonika? Markus. Wie ist denn der Typ mit der Mundharmonika? Der Penner, der aus dem Fernsehen. Ja, ja. Ja, den kenne ich nicht, aber der Dulli. Aber Supertalent, vielleicht könntest du mit deinem Gepfeife damit. Nein, der Dulli hat mir jetzt gelernt. Er immer so, ey, als ich angefangen habe, war das so. Ja? Und er so, oh Gott, nein! Dann hat er mir immer gelernt, so, mit Gefühl. Schon mal in die Kaufingerstraße gesetzt und geschaut, ob du damit Geld verdienen kannst? Tremolo. Ich saß da echt nächtelang und hab nur gezwitschert, das war so geil. Und das macht er. Letztens stand ich an der Apfel vor dem Kurfürstenplatz. Im Radl, also nicht auf dem Radl, sondern aufs Schoben. Ja, ja, weil ich schon überfahren war. Ja. Und dann kommt er von hinten und schiebt mir so einen Regenschirm. Er so, ich hab's kommen sehen. Ne. Jetzt sprechen Sie Geld, haben Sie Deutsch, hab ich offen nehmen. Super. Also, ich bin zwar ehrlicher Zigeuner, hat er immer gesagt. Ach, so jetzt hör auf. Der hat jeden fertig gemacht, der reinkam. In meinem Kampf. Ja, aber er hat mir das Pfeifen gelernt. Das ist schon gut. Ja, eine Pfeife. Das ist eine Pfeife. Oder was der Vorteil ist, ist eine Pfeife. Ha ha ha.